Halli und hallo, willkommen zur nächsten Folge von Divine Journey. Zusammen mit dem lieben Lemon Freak. Hallo. Und den lieben, wunderbaren Silence. Immer noch bist du ein Schleimscheißer. Hallöchen. Und der Blutjenny. Hallo. Ach ja, stimmt, die ist ja auch mit dabei. Also in der letzten Folge haben wir die Self-Sacrifice Runes eingebaut. Und wir haben uns überlegt, ja, was wir jetzt machen. Tobi will irgendwas bauen. Coole Idee. Er hat selber keine Ahnung darüber, aber er will was bauen. Eine coole Idee und scheiße, ich brauche einen Blaze Rod. Quite expensive decoration. Ist ein Zungenbrecher für mich. Okay, ich muss was tun, was ich jetzt schon nicht mag. Denken. Ich hau dich. Ich hau dich wirklich. Nein, machst du nicht. Ja, aber böse. Was denn, Jenny? Mord. Ah, ach, okay. Wir brauchen noch Strom. Stimmt. Mach mal Strom. Weißt du, was mir jetzt seit 20 Folgen wieder aufgefallen ist? Na? Das letzte Mal, als wir, beziehungsweise als Lemon sich in eine weite Entfernung mit dem Pferd selbst getötet hat, hat er das Pferd da immer noch liegen lassen. Das kann gut sein, ja. Fällt mir jetzt so eine passiv ein. Da ist doch ein zweites noch. Das ist Tobis, meine Güte. So. Ja, voll krass, oder? Ja, aber könnt doch auch hinfliegen damit. Der Jetpack? Aber ich weiß nicht mal, wo es genau ist. Er ist der Hammer, oder? Ja. Ich brauch 2 gebrannten Stein. So, ich werde jetzt in den Nether gehen. Warum? Warum? Weil ich unbedingt Blaze Rods brauche. Okay. Ach, ich brauche Kartoffeln. Und deswegen gehe ich jetzt dahin und werde mich wahrscheinlich selber erschlagen, ermorden. Erschießen. Ja, was mach ich denn jetzt? Willst du mitkommen? Oder das, genau. Ja, geh halt in die Miete. Wie viel Level hast du, Tobi? 4. Genau, hat sich's erledigt. Oh, Power 1, gut. Da geh ich mal. Ich brauch noch 2 Enderium wieder. Das ist zu wenig Essen. Zeug da, Enderium Base. Boah, Mann, ist das nervig. Wenn man die Rezepte von Ding im Kopf hat hier, die Wolf, dann ist es verdammt nervig. Oh ja, da bin ich jetzt schon gespannt. Was? Wenn wir den Evolved mit Blood Magic anfangen wollen. Nein, niemals. Ich lösche den Mod. Und ich brauche wieder Obsidian. Ja, wir haben kein Obsidian mehr. Fuck. Haben wir denn hier noch 2 Kohle irgendwo liegen? Nee, natürlich nicht. Das ist jetzt gerade sehr gefährlich, was ich versuche. Was denn? Denken oder was? Alter. Du spielst doch gerne mit dem Feuer, kann das sein? Tobi ist ein Feuer. Ja, er ist sehr feurig. Und genauso scharf, wie auch lebhaft. Du mich auch. 2 von denen noch. Das ist ja schlimm mit der, wie hältst du das aus? Frage ich mich auch. So. Das heißt, ich krieg da jetzt ein bisschen Enderium raus. Ergo, ab in die Hölle. Am besten mit einem Eimer. Wäre von Vorteil. Ähm.
Oh, heiliges. Boah, verdammt, was ist denn heute bei mir los? Warum bist du am Gehen? Ja, ich bin in einer Tour am Gehen. Dieses Bett. Bin ich auch gerade am Überlegen. In Minecraft ins also Bett gehen? Ach nee, 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 bitte nicht sterben. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ist ein Monster an, übrigens. Ja, ich weiß. Das ist nichts Neues bei Tobi. Noch wurde gar nichts mehr. Dass er ein Monster ist, oder was hast du gerade gesagt? Dass alles hier ein Monster ist. Hilfe? Ich weiß jetzt schon, dass ich wieder sterben werde. Haha. So, ich darf ja nicht sterben. Stirb! Hä? Du wolltest das nicht ausdrücken. Oh nein! Du darfst kein Cooked Pork essen im Nether. Warum? Weil du einen Slowness bekommst. Was? Du bekommst im Nether, wenn du Grilled Pork isst, Slowness für 20 Sekunden und die Viecher sind sauer auf dich. Das halte ich irgendwie für ein Gerücht. Mach das mal. Nein, ich will nicht sterben. Ja, eine Scheiße. Wie seid ihr denn jetzt hierher gekommen? Wer ist ihr? Ja, ich werde hier gerade gemobbt. Wo? Unten in der Mine. Wo Mike hätte sein sollen. Bin ich auch. Ja. Verbrenne einfach, du Saftsack. Zu sterben? Nicht ich. Okay, ich sehe Blaze. Und Netherwarze. Soll ich Netherwarze mitnehmen? Ja. Oh, ganz schlechtes Zeichen. Ich höre einen Gast. So, ich mache jetzt die ganz feige Methode, einfach Lava auf die drauf gießen. Auf den Gast? Nein, auf die Gegner. Mutti! Ah! Ja gut. Lava mit Lava. Willst du mich verarschen? Geht nicht. Gast ist tot. Was? Warum tötest du unsere Gersts? Vor dem Gerst. Du bist auch so Gerst. Gerst du, wollte ich sagen. Wo habe ich jetzt den Blaze gesehen? Na los, gib mir das Obsidian, danke. So. Alter, das gibt's doch gar nicht. Was denn? Sorry. Was war das jetzt? Hast du gerade den Kopf auf den Tisch gehauen? Nein. Ja, genau so hohl hat sich nämlich angehört. Nein, weiß schon. Warum kommt die doch die... Sein Netz weg. Mikey. Er tut mir leid, da hinten. Jetzt. Und Wither-Skelett habe ich, okay. Sehe ich. Wow. Das war knapp. Mist, ich habe noch Ding offen. Was? Cheaten wieder oder was? Nein. Die lassen gar keine Blaze, die lassen das nicht fallen. Dir ist klar, dass sie das nicht immer droppen, oder? Weißt du, was die fallen lassen? Na? Sulfur. Ja, machen die auch. Die lassen beides droppen. Ich hab mich gerade erschrocken.
Na los, komm schon. Oh, mir ist gerade eine Fliege den Arm hochgekrabbelt. Boah. Was ist das denn? The Gru? Kenn ich auch nur als Game. Oh, fuck. Ich hab den falschen Typen getroffen. Ich hab genug Obsidian. Ich lauf weg. Geh und stirb. Ne, ich lauf feige weg. Warum glaubt ihr das nur? Weil ich es wirklich tue. Wundert mich nicht. Ja, ist okay. So. Ich habe jede Menge Scheiß gefarmt. Flo. Ja, denn. Hau rein. Nee. So, ich brauche 4 Stück von denen. Sag mal, ich biege ab um 90 Grad. Ich brauche noch. Ah doch, einen habe ich ja noch hier. So. Dann brauche ich Burnt Quarz. Boah, Glück gehabt. Ich dachte gerade, die haben für Quarzblöcke das Rezept geändert. Dann hätte ich dir noch was gewusstet. Bitte? Ich gehe jetzt. Tschüss. Warum? Warum? Nein, ich meinte jetzt, ich gehe raus aus dem Nether. Ach so. Pulsating Iron. Ich hoffe, das reicht. Brauche ich davon? 8. Oh, hör auf, um meinen Arm rumzukrabbeln, du doofe Fliege. Mann, das ist ekelhaft. Ich würde jetzt eiskalt was sagen, aber... Was ist denn, Jenny? Ich habe einen Blaze Rod bekommen. Wie viel brauchst du? 1. Reicht doch. Ich habe eine quite expensive Decoration gebaut. Und in Evolve heißt das Ding wirklich so. Gesundheit? Bauen wir es mal hier auf. Haha. Leute, dann können wir nämlich gleich auch mal Seeds machen. Hier, guckt Pork. Ich esse. Und bekomme kein Slowness. Ja, so, nur wenn die Dinger in der Nähe sind. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Ich denke eher, irgendein Boss hat dich getroffen. Nein, nein, wirklich nicht. Boah, wie heißen die Dinger denn noch? Das ist doch ein Dyer, oder nicht? Ach ne, extra Utilities. Hallo? Hi. Oh, nähtet jemand Ohr. Ah, hier, was brauche ich da? Boah. Ach, ich habe vergessen, dass die sauer werden, sobald du was abbaust. Irgendwie ruckelt das Ingame bei mir gerade. Gott, ich bin fast in den Tod gefallen. Haltet ihr doch nicht vermisst. Also, Hättest mich nicht vermisst. Weißt du, du bist auch so ein B-Punkt. Mike, sei doch mal nett. Was ist das? Davon kann man sich nicht kaufen. Doch, kann man. Und zwar einen Arschtritt weniger. Man kann sich Arschtritte weniger kaufen? Ja. Ich hab nur gedacht, es gibt die teuren da. Nee, du die musst so dafür richtig bezahlen, wehtun, dass du ein weniger bekommst. Ach so ist also, das! Wir haben jetzt hier Zinn, Silber, Shiny. Haben wir noch Shiny über? Ja, 2. Zinn und Silber. Aber irgendwie ruckelt das bei mir wirklich. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass es immens nervt. So, 8 hiervon, 2 davon, 4 davon gleich. Reicht das schon? Ich brauche 2, 3, 4.
4. Ja, das sollte reichen. Ha! Dann habe ich die Quite Expensive Decoration gleich fertig. Und ich sollte zunächst mal mir was überlegen, dass wir den Farmer, diese 40 RF, durch Solarenergie oder sowas kriegen. Dass wir den Reaktor dafür nicht mehr brauchen. Weil ich glaube, das wird uns eine Menge Arbeit ersparen. Allein für die Enderperlen. Hä? Wo ist denn unser... Was? Portal? Keine Ahnung. Ich habe echt das Gefühl, das leckt irgendwie hinterher, aber angeblich habe ich 100 FPS. Was sagt der Prozessor? Bitte? Was sagt der Prozessor? Der ist auch nicht ausgelastet. Und die FPS sind relevant, wenn es leckt. So, ist das vielleicht das? Soll ich das diese Folge noch machen oder nächste Folge? Ich komme schon zurück. Gerade. Ja. Denn es gibt jetzt nämlich Magical Crops. Oh. I am back at home. Komm, lass bitte das QED irgendwo im Ding sein. Das QED ist ernsthaft nirgends ein Achievement. Willst du mich verarschen? Achso, weil wir es noch gar nicht freigeschaltet haben. Ups, Salah. Ja, schubst. Also, ich brauche einfach... Man muss auch einen Magnum-Torch zwischendurch bauen. Cobblestone. Okay, alles klar. Was? Man muss eine Magnum-Torch zwischendurch bauen. So, was haben wir hier denn alles so für Müll bekommen? Sag ich doch, Müll. Na, bis auf Electrical Steel. Wir haben Bliss Powder gehabt. Bliss Powder kann man noch herstellen, oder nicht? Naja, keine Ahnung. Oder meinst du Blaze Powder? Blaze Powder, ja. Ja, das kann also, man herstellen, indem haben man... Haben wir noch Dark Steel? Ja. Willst du das nächste Folge machen? Wir sind bei 17,5. Okay. Ja, okay, dann machen wir das nächste Folge. Was auch immer du vorhast. Ich brauch Dark Steel Blöcke, 2 Stück. Achso, immer noch bei dem Ding bist du bei, ja, oder? Ich würde jetzt noch die Blöcke holen und dann wäre ich fertig. Ja, komm, dann lass den nächsten Mal machen. Ja, deswegen, dann haben ja wir nächstes Mal ein Erfolgserlebnis. Mhm. Ich schmeiß nochmal schnell Cyanid wieder nach. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, meine lieben Leute. Cheerio. Ciao, ciao. Tschüss.